Stoßen. Vielen Dank, Prost. Bitte schön. Was habt ihr was mit mir? Ein Dankeschön an das Komitee, muss man sagen. Damals, der Manfred wurde jetzt sehr herausgehoben. Es gab dann Ernst von Kuhn, der war genauso wichtig wie alle anderen. Muss man wirklich dazu sagen, Uschi, der darf nicht zu kurz kommen. Das war unser Präsident damals und der hat wirklich die zündende Idee ursprünglich gehabt. Das war ja Manfred und du, glaube ich, so war es ja. Haben wir uns im Kleinen getroffen und dann hat man die Uschi. Also es war ganz ein kleiner Kreis, das stimmt. Ich habe mich immer vornehm im Hintergrund gehalten. Das war nicht immer so einfach für mich, aber es hat funktioniert. Das ging schon. Und ja, es gab viele Einzelakteure, die wirklich was gebracht haben für diese Erhaltung der Biergartenkultur oder Biergärten. Ich kann eine Story erzählen. Es gab den Günther Wille. Günther Wille war Springer-Chef für eine Zeit. Erst Hamburg, dann ging Springer nach Berlin. Und bevor er zu Springer ging, war er Chef bei Philipp Morris. Philipp Morris ist nicht weit weg gewesen von hier. Und der sagte, es war ein Stammgast hier. Und der sagte, Kretz, wenn es mal wirklich eng wird, rufen Sie mich an, ich hole ihn ab. Und dann war er mittlerweile schon in Berlin, war Springer-Chef. Ich rufe ihn an, sage, Herr Wille, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ja, sagt er, wir machen was. Was war? Ein paar Tage später fliegt ein Hubschrauber über die Waldwirtschaft, die machen Luftaufnahme und sehen die Waldwirtschaft und sehen die Häuser ewig weit weg. War eine gute Perspektive und war dann auf der Seite 3, bundesweit, Bildzeitung, Überschrift, die Reichen gegen die Lustigen. Konnte keiner was dagegen sagen. Also Lustige gibt es auch Reiche, also somit. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Punkt für bundesweit, dass ein Umdenken kam, dass es nicht die Biergartler schlechte Leute sind. Es war damals tatsächlich so, dass jede Gartenwirtschaft war nichts mehr. Es war verrufen, das war nichts mehr. Das hat ein schlechtes Image gehabt. Weil es gab so viele Leute, die gegen den waren. Es war nicht wenig, es war dann eine ganze Welle war das. Es war einfach schlecht, Biergarten. Und das Maskrogschäbern war im Hirschgarten dann und das. Also es hat dann alles gestört plötzlich. Das war so eine Welle. Und das, glaube ich, hat er mit seinem Bericht auf Seite 3 der Bildzeitung bundesweit, konnte er ein bisschen eine Änderung im Gedanken der Menschen herbeibringen. Also ein Dankeschön an die Brauereien damals, die haben uns sehr kräftig unterstützt, alle Münchner Brauereien. Die Politiker ebenfalls haben ein bisschen lang gebraucht. Wer am längsten gebraucht hat, nee, das stimmt gar nicht. Jetzt muss ich mich berichtigen. Wer am längsten gebraucht hat, das war der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Der hat am längsten gebraucht, der ist erst die letzten 3 Tage auf uns zukommen, weil er gesehen hat, es wird positiv. Dann kam es erst, gab es keine Unterstützung, das zum Gaststättenverband, also Politiker ja, muss man sagen. Und ja, und die Menschen waren es einfach, die Biergartenbesucher, die uns gerettet haben und das Ganze zum positiven Ende geführt haben. Dann war es noch dazu ein Berliner Richter, muss man schon sehen, Ministerpräsident Stoiber, seine Verordnung war gut. Aufgrund von dieser Verordnung hat der Berliner Richter das einfach nochmal abgesichert, indem dass er eine Idee hatte. Man kann nicht einfach sagen, 23 Uhr ist Ende, weil um 22 Uhr beginnt die Nacht. Und Nacht hat andere Lärmpegelwerte, also wesentlich Dezibel, wesentlich gesenkt. Das hätten wir übertroffen damals, oder viele Biergärten. Dann hat er gesagt, der Berliner Richter, wir machen für die bayerischen Biergärten einen Kulturzuschlag, weil es eine Kultur ist, da beginnt die Nacht erst um 23 Uhr. Und das war ausschlaggebend. Und gegen das, ja, in Bayern beginnt die Nacht um 23 Uhr, Sommer 23. Und das war ausschlaggebend und das war der Erfolg. Und gegen das hat niemand mehr geklagt. Wenn jetzt da jemand klagen würde, weiß man nicht, ob er durchkäme. Aber in jedem Fall war das eine tolle Geschichte und das war ein Berliner Richter. Und als Dankeschön für den Berliner Richter haben wir damals, als wir vom Roten Rathaus das Hippodrom aufgebaut haben, haben wir das Bier, haben die Berliner das erst vor den Münchners Wiesenbier bekommen, vor Öffnung in München, und haben es zum Euro günstiger gekriegt wie in München. Also das an die Berliner. Am 16. Mai haben wir unsere Biergartenrevolutionsfeier in der Waldwirtschaft. An dem Tag haben wir ein paar Specials für Sie. Die Mast zum Preis von damals, so oder circa um den Dreh rum für 4,80 €, Hähnel vergünstigt, Weißwürst und schön viel Bier.
wir würden uns freuen, wenn Sie an dem Tag vorbeikommen in der Waldwirtschaft und mit uns die Biergartenrevolution vor 20 Jahren feiern.